Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Testy Tasty. Und zwar packen wir jetzt mal die fette Goodie Bag aus. Wir sind gerade auf der Glow gewesen, beziehungsweise jetzt gerade erst nach Hause gekommen. Und zwar wirklich vor 2 Minuten oder so. Und ich wollte euch das einfach nicht vorenthalten, was da wieder für geile Sachen drin sind. Und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mal an. Das ist echt der Hammer. Die ist so schwer, Leute. Richtig, richtig schwer. Aber wo starten wir? Ich würde sagen, mal hier bei so einem Alltagsprodukt. Das sind Wattestäbchen. Dann haben wir von You, voll cool, ich glaube, das ist von X-Later, eine Haarmaske. Die kann man ja wohl immer mal gebrauchen. Und von No Makeup eine Hydrating Cream. Finde ich auch mega gut. Also ihr merkt schon, da sind richtig, richtig wertige Produkte drin. Was haben wir hier von MAC? Ein Nagellack. Den packen wir natürlich auch direkt mal aus, damit wir sehen, was das für eine schöne... Oh, so ein richtig schönes Frühlingspink. Finde ich sehr, sehr gut. Was haben wir als nächstes? Ach, das hat meine Freundin Laura auch schon ausprobiert. Sitzt hier nämlich. Zeig dich doch mal. Nein. Und zwar ein Beach, ein texturierendes Salzspray von Gatsby. Hat gut funktioniert. Auf jeden Fall, das weiß ich. Dann haben wir ein Cherry Labello. Sorry für das Licht übrigens. Ich habe hier kein Ringlicht und nichts im Hotel. Deswegen ein bisschen Tageslicht. Da müssen wir heute mitarbeiten. Und dann haben wir eine Luvas Heilerde-Maske. Die finde ich auch echt immer super. Oh, hier sehe ich gerade so einen Plan von der Glow. Habe ich nicht benutzt. Das hört gar nicht mehr auf, was hier alles drin ist. Oh, die haben wir auch da gegessen. Diese Beauty Sweeties, die waren mega lecker. Was haben wir hier? Irgendein Beutel? Was ist das für ein Beutel? Irgend so ein Beutel. Keine Ahnung. Ah, mega cool. Die wollte ich auch schon mal immer ausprobieren. Und zwar, ach nee, gar nicht wahr, das ist gar keine Maske, sehe ich gerade. Perfume Sheets, Hair Fresh Up. Ich kenne nur diese Haarmasken von IQ. Die wollte ich eigentlich ganz gerne ausprobieren. Vitamin C Face Mask finde ich auch sehr cool. Da habe ich auch schon mal ein paar Produkte gehabt von Detox. Und dann haben wir hier eben die Zellenreinigungstücher, die hier drin sind. Ein Pony Puffin. Okay, von Diana zur Löwen, irgendeine Limited Edition. Und von X-Later ein Body Jelly. Ich vermute, das ist irgendwie ein Duschgel. Hier ist so viel drin, Leute. Dann von Purelei hier so ein Haarband. Und von TT Sept ein Meersalz-Öl-Duschpeeling. Finde ich auch richtig gut. Also bis jetzt gefallen mir die Produkte echt super. Boah, krass. Von Asam, ein belebendes Gesichtsspray. Einfach ein Riesending. Ich zeige euch am Ende übrigens auch noch die ganzen Sachen, die ich so noch erbeutet habe, wenn euch das interessiert. Und hier eine Augencreme, sehr cool. Ich habe nämlich keine mehr. Das kann ich richtig gut gebrauchen. Von Live Lovely, oder wie heißt das? Von Paola Maria. Dann ein Gold Shimmer Flechtspray. Okay, das kenne ich noch gar nicht. Und ein Labello, ein Lippenstift. Ich bin echt durch, Leute. Von L'Oreal ein Lippenstift. Den kriege ich nicht. Ach doch, ach, so ein ganz cooler Rosenholzton. Den kann man ja eigentlich immer gebrauchen. Ein Handgel von Balea. Die mag ich auch echt immer gerne. Und hier ist nichts mehr drin von McCafé. Mal gucken, ob wir es gleich noch in dieser Goodiebag finden. Ach so, da ist es schon. Und zwar ist es ein Nagellack von McCafé. Okay. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. dann haben wir eine Bodylotion von Balea. Und zwar eine Limited Edition. Wechselt von beerig zu blumig. Bin ich auch sehr gespannt. Und von Catrice ein More Than Nude. Der ist richtig schön, der glänzt so leicht. Der ist so irisierend. Nagellack. Was haben wir hier von Ghoul? Ein Glow Lack. Ach, das ist extra für die Glow. So ein Shampoo. Finde ich süß. Auch so eine kleine Probiergröße. Und von NYX, wow, cool, von NYX ein Lippenstift. Und zwar den Candy Slick. Ich glaube, die sind ganz neu. Das habe ich mal gesehen. Ich glaube, bei Maxim oder so. Was haben wir hier? Black is White, True for White. Okay, das scheinen Kaugummis zu sein, die die Zähne aufhellen sollen. Und ein Pflegebooster. Den kann man, glaube ich, irgendwie anmischen in eine Kur oder so. Ach, die sind so schön von Love. Die Eyeshadows, ups, mir fällt hier gerade mein Beutel runter. da habe ich schon mal welche von der lieben Heidi bekommen. Die sind mega cool, so Magnetic Eyeshadows. Dann von Naturebox, und das war so schwer, Leute, das die ganze Zeit rumzuschleppen. Und zwar ein Duschgel mit Granatapfelöl.
Dann haben wir eine Jolie-Zeitung, sehr cool zum Blättern. Und was finde ich hier noch? So ein paar Produkte sind hier noch drin. Was haben wir denn hier? Von Lavera hier so ein, ja, ein Lippenstift, beziehungsweise so ein, ja, so ein Stick einfach. Ach cool, den habe ich sogar von Primark. Dieser PS Matte Lipstick, der ist mega gut. Also er ist sehr trocken. Wer das nicht mag, für den ist das nichts. Aber ich finde die Farben richtig cool. Ein Trockenshampoo. Und dann haben wir hier von Essence noch einen Nagellack. Ich weiß gar nicht, ich muss hier gleich noch anbauen. Auch eine ganz coole Frühlingsfarbe, die ich hier erwischt habe. Ich glaube aber, es sind überall andere Farben drin oder auch manchmal andere Produkte, habe ich auf jeden Fall auf der letzten Glow festgestellt. Ein paar Weingummis und ein Spiegel? Keine Ahnung. I don't know. Das war die Goodiebag. Jetzt zeige ich euch noch, was ich so alles erbeuten konnte. Wir sind da nämlich echt, also wir haben überall so coole Spiele und dann kriegt ihr halt wirklich da eure, ja so Goodies noch extra von den ganzen Firmen. Und zwar einmal von Nature Box so ein Mini-Shampoo. Dann von Alverde eine Lip Cream, auch so ein schöner Rosenholzton. Von weiß ich nicht was, so Glitzer-Gold-Tattoos. Dann von Pure 97, voll cool, da konnte man sich so ein komplettes Produkt aussuchen. Das ist so eine Haarmaske, also wirklich so ein Full-Size-Produkt. Deswegen haben die da auch noch Proben mit drin. Nee, aber wir konnten so coole Fotos machen, voll süß. Dann haben wir als nächstes ein Aqua Moisturizer von Detox. Und dann konnten wir noch in so eine coole Influencer-Lounge von Cosnova. Das hat mega Spaß gemacht. Und da gab es so leckere Vegans-Riegel. Und auch irgendwelche Limonaden. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie die hießen. Von Alcina so eine, ja, eine Beauty-Bag, sag ich mal. Wir haben echt, also man konnte echt viele, viele Fotos machen, wie ihr seht. Von Detox dann nochmal irgendwie zwei so Maskenproben. Und was haben wir denn hier Schönes? Achso, auch noch mehr von Detox. Also die haben rausgehauen auf jeden Fall. Und dann habe ich so einen Rasierer gewonnen. Und zwar so ein Intuition für trockene Haut. Da musste man so Ringe über so ein Flamingo werfen. Hat mich gewundert, dass ich es geschafft habe. Dann so ein cooles Haarband, so ein süßes. Ah, ein 5€ Primark-Gutschein kann ich immer gebrauchen. Falls ihr noch nicht in meinen Haul geguckt habt, dann macht das jetzt. Ich verlinke euch das hier, drückt einfach drauf. Das ist der aktuelle Haul. Jetzt habe ich hier noch so eine ganze Tüte, sehe ich gerade. Was haben wir hier vom... Achso, von Pure 97 auch nochmal so eine Probe. Und von L'Oreal eine Sugar Scrub-Probe. Dann von Bio Vegan auch so ein Pröbchen nochmal. Und von Biore wieder so ein Full-Size-Produkt und zwar eine Maske, Blue Agave nennt die sich. Und bei Alcina habe ich Glück gehabt, da habe ich sogar irgendwie zwei Produkte bekommen. Einmal ein Skin Manager Aha Effekt Tonic und ein Power Fluid für makellos mattierte Haut. Bin ich sehr gespannt drauf auf die Produkte. Dann habe ich hier noch eine Tüte von Nivea. Und zwar mussten wir da in so einem Bällebad. Das war total witzig und mussten rosa Bälle finden. Und da haben wir für bekommen ein 3-in-1 Detox Clay Wash. Ein tiefenreinigendes Waschgel. So. Hier noch so ein Pröbchen mattierender Sonnenschutz. Das fand ich richtig cool. Magic Mousse Reinigungsschaum. Der ist jetzt so durchsichtig und dann soll es wohl Mousse werden. Finde ich mega interessant. Und ein Volumen Forming Spray. Also ich schätze mal, ein Haarspray ist das. Und als allerletztes Produkt haben wir hier noch, ach zwei habe ich sogar noch. Einmal eine Bye Bye Dry Skin Maske und ein Nivea Sommerliebe Pflegedusche. Das war's mit der Goodiebag bzw. mit unserer Glow-Ausbeute. Das war auf jeden Fall wieder eine coole Veranstaltung und die nächste Glow ruft schon. Ich bin schon gespannt, wo die wieder stattfindet. Und so, ich verlinke euch auf jeden Fall hier noch zwei neue Videos und hier ein Abo-Knöpfchen. Ich hoffe, ihr schaut rein, abonniert und ich sage tschüss und bis zum nächsten Video. Eure Laura.